Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzeig für euch und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ihr seht es vielleicht schon an der Kulisse und an meinem T-Shirt. Es gibt tatsächlich endlich mal wieder neues Zeug zu One Piece von mir. Ja, das ist schon witzig, wie One Piece eigentlich mit das Hauptthema von meinem Kanal werden sollte. Und nach circa einem Jahr gibt es genau ein Video dazu. Tut mir leid. Vorweg wie immer eine kleine Spoilerwarnung, denn ich bewege mich persönlich immer auf dem aktuellen japanischen Kapitelstand. Das heißt, wenn ihr nicht genauso weit seid und nur den deutschen Manga lest, dann kann es vorkommen, muss aber nicht, dass ich euch Sachen erzähle, die ihr noch nicht wisst. Deswegen, ihr wurdet gewarnt, es könnten Spoiler vorkommen. Wisst ihr, was ich richtig hart hasse? Wenn Leute auf die glorreiche Idee kommen, in ihre Signaturen und in ihre Avatare in Foren Spoiler zu packen. Wir alle kennen ihn. Viele hassen ihn. Ich persönlich finde, es ist der geilste Gegner in der gesamten One-Piece-Welt. Die Rede ist von Marshall D. Teach, Blackbeard. Und er ist Ruffys kommender Endgegner. Eigentlich sollte jedem, der One Piece schon seit einer Weile liest oder guckt, klar sein, dass Blackbeard der Endgegner von Ruffy am Ende von One Piece sein wird. Aber trotzdem lese ich und treffe ich im Internet immer wieder Leute, denen das nicht ganz so klar ist oder die das anders sehen. Schon seitdem der gute Teach Ace of Banneroo Island umgeklatscht hat, war mir persönlich eigentlich klar, dass er der Endgegner für Ruffy sein wird. Aber viele Leute sehen eher Akainu als diesen. Natürlich wird Akainu bzw. Sakazuki bzw. Roter Hund, je nachdem wie man ihn nennen möchte, einer der letzten großen Gegner in One Piece sein, aber er wird halt wahrscheinlich der letzte Gegner von der Marine sein und nicht unbedingt wirklich Ruffys Endgegner für den gesamten Manga. Denn wenn man jetzt einfach mal Blackbeard mit Akainu vergleicht, dann wird man feststellen, dass Blackbeard und Ruffy eine Menge verbindet und Sakazuki und Ruffy mal relativ wenig. Gut, okay. Er hat Ace getötet. Aber das war halt sein Job. Teach hingegen wird von Oda seit seinem ersten Auftreten im Manga Stück für Stück für Stück zu Ruffys Endgegner aufgebaut. Wie gesagt, mit seinen Taten als auch mit seinem Charakter. Und das wird auch in naher Zukunft sich nicht ändern. Das Wunderbare bei Ruffy und Blackbeard ist einfach, dass sie komplett unterschiedlich sind, aber zur selben Zeit komplett gleich. Sie haben trotzdem den gleichen Kern, denselben Charakter. Und das zeigt sich sehr gut bei ihrem ersten Treffen schon auf Jaya in der Stadt Mocktown in Band 24, Kapitel 223. Beide schaufeln das Essen wie ein Mähdrescher in sich hinein. Das kenne ich irgendwoher. Während Ruffy denkt, das Getränk schmeckt super, meint Teach, es schmeckt wie Pisse. Und Ruffy mag die Kirschtorte nicht und Blackbeard liebt die Kirschtorte. Weil sie beide unterschiedliche Meinungen über die Fressalien haben, wollen sie sich dann direkt erstmal auf die Fresse hauen. Bester Grund für eine Auseinandersetzung! Aber ist euch klar, was Oda hier gemacht hat? Mit einer witzigen Situation, die in One Piece ja wirklich keine Seltenheit ist, schafft er es uns trotzdem, diese beiden Charaktere näher zu bringen, beziehungsweise zu zeigen, wo die beiden zueinander stehen. Ruffy und Teach benehmen sich komplett gleich, haben aber anscheinend komplett unterschiedliche, gegensätzliche Meinungen. Kurz darauf lassen sich Ruffy und Zoro dann von Bellamy und seiner 0815-Bande verprügeln, weil diese stinkigen Piraten einfach keine echten Piraten in den Augen von Ruffy und Zoro sind und die es halt nicht wert sind, mit denen einen Kampf auszutragen. Das erwähne ich jetzt, weil es ganz wichtig ist, wie kurz darauf Ruffy dann auf die Worte von Blackbeard reagiert. In einer unglaublich epischen Szene erklärt dann Blackbeard Ruffy, dass Piraten immer träumen werden. Das ist ganz wichtig, wie Ruffy darauf reagiert und wie er Blackbeard daraufhin wahrnimmt. Er nimmt ihn nämlich sofort ernst. Und Oda zeigt nicht umsonst direkt kurz darauf das Panel von Ace und das Panel von Shanks, eben um zu verdeutlichen, dass Ruffy Blackbeard in dieselbe
menschliche Schublade steckt, wie einen Shanks oder wie einen Ace. Und er macht das auch direkt kurz nach Bellamy, der sich halt benimmt wie der letzte versoffene Assi-Pirat, um zu verdeutlichen, dass halt nur weil jemand böse ist und piratenhaftige, schlechte Dinge tut, nicht automatisch auch ein echter Pirat ist. Deswegen zeigt er direkt danach kurz Blackbeard, wie diese Ansprache hält. Das verdeutlicht nämlich auch direkt den Unterschied zwischen Blackbeard und den ganzen 0815 Piraten. Soweit so gut, viele würden mir jetzt schon zustimmen, dass Blackbeard halt eine wichtige Person in dem Manga ist, aber nicht unbedingt Ruffys Endgegner, weil der ist ja viel zu schwach. Nein, ist er nicht. Das ist Bullshit. Ihr müsst euch mal Folgendes ins Gedächtnis rufen. Blackbeard ist die Person, die dem roten Shanks seine drei Narben verpasst hat. Ja gut, okay. Shanks war natürlich damals noch nicht auf dem Kraftniveau, auf dem er heute in der One Piece Welt ist. Aber trotzdem sollte man nicht verachten, dass Shanks halt auf Gold Rogers Schiff war. Und man sollte auch nicht verachten, dass Shanks, als er jünger war, mit Falkenauge auf Augenhöhe gekämpft hat. Das sagt Whitebeard selbst, dass die Kämpfe zwischen Shanks und Falkenauge legendär waren. Und dann kommt da so ein Typ namens Teach vorbei, ohne Teufelsfrucht, und der verpasst dann diesem jungen roten Shanks erstmal eine total krasse Narbe über die Gesichtshälfte rüber, die er bis heute noch hat und die ihn heute immer noch schmerzt und die so prägend für ihn gewesen sein muss, dass er sie auf seinem Jolly Roger verewigt hat. Und jetzt kommst du, namenloser User im Internet, und sagst mir, dass Blackbeard nicht stark genug ist. Aha! Einige Zeit später, und wir wissen wirklich nicht genau, wie viel Zeit später, aber ich gehe einfach persönlich davon aus, dass es ein paar Jahre gewesen sind. Also ein paar Jahre später findet dann Thatch, Blackbeards Kamerad, die Finsternisfrucht, auf die Blackbeard seit Jahren heiß war und nach der Blackbeard jahrelang gesucht hat. Und was macht Blackbeard? Er bringt seinen Kameraden einfach um und stiehlt ihm die Finsternisfrucht. Das verdeutlicht wiederum zwei Dinge. Erstens, Blackbeard muss damals schon krass gewesen sein, auch ohne Teufelsfrucht. Ich sage es nochmal, wenn Blackbeard nicht damals schon eine echte Hausnummer gewesen wäre oder eine echte Hausnummer ist, dann wäre er wohl nicht in der Lage gewesen, Thatch einfach umzubringen. Thatch war ein Kommandant der Whitebeard-Bande. Wir wissen nicht, was Thatch konnte, aber fuck it. Er war Kommandant der Whitebeard-Bande. Er war auf einem Niveau mit Marco, Yuzu und Ace. Das heißt, das kann keine Schießbudenfigur gewesen sein. Und wenn Blackbeard es schafft, so eine Person umzunieten, dann muss er ja schon damals richtig heftig gewesen sein. Die zweite Sache ist, Blackbeard ist so skrupellos, dass er nicht davor scheut oder davor zurückschreckt, seine eigenen Kameraden zu verletzen oder sogar zu töten für eine Sache, die er erreichen möchte oder für eine Sache, die ihm wichtig ist. Das wird auch nochmal ansatzweise so ein bisschen angedeutet bei dem Kampf zwischen Ace und Blackbeard später auf Banner Island, wo Teach seine Teufelskräfte aufpackt und die restliche Bande sofort Reißaus nimmt und sagt, wir müssen uns verpissen, weil der Captain legt jetzt halt los. Das impliziert so ein bisschen, dass es schon öfters mal ein, zwei Situationen gab, wo Blackbeard wilde Sau gespielt hat und seine eigene Mannschaft ins Kreuzfeuer geraten ist. Und hier haben wir jetzt direkt einen ganz großen Kontrast zu Ruffy, denn dieser ist natürlich darauf bedacht, seine Freunde zu beschützen. Dieser passt auf, dass dir nichts passiert. Dieser achtet darauf, dass Leute eben nicht ins Kreuzfeuer geraten. Und dieser würde niemals die Gesundheit oder das Leben seiner Kameraden aufs Spiel setzen. Ein weiterer Kontrast ist, wie die beiden ihre Mannschaft auswählen. Während Ruffy primär danach geht, ob er jemanden mag oder ob er jemanden cool findet, ob er mit jemandem befreundet ist, ich meine, guckt euch alleine mal Lysop an oder Chopper, geht Blackbeard nur nach der Kraft einer Person. Ruffy sucht sich seine Freunde aus, sagt, ich mag dich, komm doch mit in meine Bande, wäre ganz cool. Blackbeard hingegen sagt, hey, du hast es auf den Kasten, wir kennen uns nicht, ist mir scheißegal, komm mal mit. Das sieht man zum Beispiel ganz gut im Impel Down, als Blackbeard dort einbricht, um seine Mannschaft zu erweitern. Er macht das nicht,
wie Ruffy, weil er seinen Bruder retten möchte. Nein, Teach geht da nur rein, um sich starke Piraten zu krallen, die er nicht kennt, zu denen er keine Beziehung hat, sondern einfach nur, um seine Angriffskraft zu erweitern. Der allergrößte Unterschied zwischen den beiden ist aber wohl ihre Herangehensweise an das Piratenleben selbst. Beide haben denselben Traum. Sie wollen Piratenkönig werden. Aber wie sie dabei vorgehen, ist komplett unterschiedlich. Blackbeard möchte Piratenkönig werden, um sich das Meer untertan zu machen, um es zu unterwerfen, um ein Tyrann zu sein, ein Herrscher und so weiter und so fort. Wie geht er dabei vor? Er hat einen Plan. Diesen Plan hat er, seit er das allererste Mal in dem Buch der Teufelsfrüchte gesehen hat, dass es eine Finsternisfrucht gibt und was mit dieser Finsternisfrucht alles anstellen kann. Er hatte von Anfang an jahrelang den einen Plan, die Finsternisfrucht zu finden, die sich einzuverleiben, anschließend Whitebeard zu töten, um sich seine Erdbebenfrucht zu krallen und dann halt sich ein großes Imperium auszubauen, mit der Möglichkeit, alle anderen Teufelsfruchtnutzer ausstechen zu können. Das sieht man alleine daran, was er gemacht hat, nachdem er Whitebeards Frucht dann wirklich bekommen hat. Er ist sofort losgezogen und ist innerhalb von 2 Jahren ein Kaiser geworden. Einer der 4 stärksten Piraten überhaupt. Ruffy hingegen denkt nur von der Wand bis zum Fußboden. Ruffy entscheidet aus dem Bauch heraus. Er hat auch überhaupt kein Interesse daran, irgendjemanden zu unterwerfen oder irgendwelche Territorien zu haben. Deswegen möchte er auch nicht, dass sich Leute ihm unterstellen im traditionellen Sinne. Ruffy möchte auch überhaupt nicht wissen, ob es das One Piece gibt oder was es ist oder wie er es leichter oder einfacher erreichen könnte. Nein, bei Ruffy ist wirklich der Weg das Ziel. Und das ist halt auch ein ganz krasser Unterschied zu der Vorgehensweise von Blackbeard, weil dieser jeden Vorteil, den er irgendwie bekommen könnte, sofort für sich nutzen würde. Das mag euch komplett trivial und banal erscheinen, aber selbst das Figurendesign von Blackbeard und Ruffy ist eine Art und Weise von Oda, uns zu zeigen, wie unterschiedlich die beiden sind, welche Gegensätze sie darstellen. Während Ruffy relativ normal groß ist für einen Menschen, ist Blackbeard im Vergleich ein Riese. Nein, Mann! Kein Riese von Elban! Ich meine jetzt wirklich nur im Vergleich zu Ruffy. Ruffys Körperbau ist eher dünn, beziehungsweise schon fast Lulatsch-artig, ja? Und Blackbeard ist im Vergleich dazu ein fettes Mastschwein. Wenn man sich jetzt auch mal die Kleidung und so weiter anguckt, dann stellt man fest, dass Ruffy, mal von dem Strohhut abgesehen und der kleinen Narbe unterm Auge, nicht wirklich aussieht wie so ein klassischer Pirat. Blackbeard hingegen wird von Auftritt zu Auftritt im Manga immer piratenhaftiger. Ist er anfangs nur ein dicker Kerl mit Bandana und einer Pulle Schnaps, fängt er später an, einen Kapitänsmantel zu tragen und sich mit Juwelen zu behängen. Er fängt auf einmal an, Pistolen als Sekundärwaffen dabei zu haben und trägt dann auch einen Kapitänshut. Sein Bart wird auch von Auftritt zu Auftritt immer länger. Ihr könnt dementsprechend davon ausgehen, dass wenn wir Blackbeard das nächste Mal sehen, er einen richtig schönen, langen, schwarzen Rauschebart haben wird. Vielleicht so ähnlich wie das ursprüngliche Figuren-Konzept-Design, das Oda in One Piece Green von Blackbeard abgebildet hat. Ruffy hingegen wird wahrscheinlich niemals über die Körperbehaarung von Shanks hinauskommen. Und er wird auch kein alter Haudegen mit dem Holzbein oder sowas. Wenn wir jetzt beides miteinander vergleichen, dann kommt man zu dem Schluss, dass Blackbeard offensichtlich Odas Version von einem echten, schmutzigen, dreckigen, gemeinen Piraten ist. Das ist Odas Version von einem echten Piraten, so wie man ihn sich klischeemäßig vorstellt. Ruffy hingegen ist der gute Gegenpol dazu. Der romantische, nette Pirat. Ruffy ist Odas eigene Version von einem Piraten. Was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass alles, was die beiden ausmacht, einen kompletten Gegenpol zueinander darstellt. Obwohl sie beide denselben Kern haben, nämlich, dass sie die Träger sind. Oda zieht das knallhart durch, den ganzen Manga über. Und er würde es auch weiterhin so machen. Was man auch noch in diesem Zusammenhang betrachten muss, ist, dass Blackbeard und Ruffy eigentlich zu einer fast gleichen Zeit angefangen haben, Piraten zu sein. Halt, stopp!
Ich habe doch gerade eben selbst erst erzählt, dass Blackbeard schon ewig auf Whitebeards Schiff war und Shanks kennt von früher und so weiter. Ja, das habe ich. Aber wenn man sich das überlegt, wann Blackbeard wirklich als der Pirat Blackbeard in Erscheinung getreten ist, dann war das erst kurz nachdem er die Teufelsfrucht bekommen hat. Vorher war er einfach nur Teach, Marshall D. Teach. Und kein Schwein kannte den, zumindest die Marine nicht. Deswegen hatte er nämlich auch, als er angefangen hat, als Blackbeard aktiv zu werden, seine eigene Bande zu gründen und so weiter, später dann auch ein Kopfgeld von Null Barry, als er Samurai geworden ist. Den kannte halt kein Schwein. Und deswegen kann man eigentlich sagen, dass Blackbeard zu einer relativ gleichen Zeit angefangen hat wie Ruffy. Wir müssen nämlich auch bedenken, dass Ace auf der Suche nach Blackbeard war und er sicherlich nicht schon Jahre auf der Suche nach ihm war. Das würde nicht passen. Der war vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate auf der Suche nach Blackbeard und nicht Jahre. Dementsprechend kann der Mord noch nicht so lange her sein an Thatch und dementsprechend kann Blackbeard nur zu einer relativ ähnlichen Zeit wie Ruffy angefangen haben. Für das ungefähre Timing gibt es auch einige Anzeichen im Manga und ich versuche euch das jetzt nochmal ein bisschen näher zu bringen. Ruffy und Blackbeard wollen beide Piratenkönig werden, haben beide lang Kraft dafür gesammelt, jeder auf seine Weise, und beide haben ihre Teufelsfrucht bekommen. Später stechen sie beide zu einem ähnlichen Zeitpunkt in See als absolute No-Names, Rookies. Kein Schwein kennt die beiden. Beide segeln los und sammeln auf dem Weg ihre Crew ein. Blackbeard muss genauso wie Ruffy und der Rest der Supernovas zumindest in der Nähe des Rivers Mountain die Grand Line betreten haben. Erst Ruffy nur 2-3 Monate voraus. Schließlich war Teach kurz vor den Strohhüten auf Drum und hat da wilde Sau gespielt. Etwas später holen die Ströte ihn dann auf Jaya ein. Ace war nicht jahrelang auf der Suche nach Teach, höchstens ein paar Monate. Im Umkehrschluss kann Teach noch nicht allzu lang als Blackbeard über die Grand Line geschippert sein. Nach Jaya trennen sich dann die Wege von Ruffy und Teach, aber sie laufen parallel weiter. Auf der Insel Banaro hört Blackbeard die Nachrichten von Ruffys Kopfgelderhöhung und es wird gesagt, dass die Insel nicht weit weg von Water 7 sei. Dementsprechend hat Teach sich parallel zu Ruffy mit einer ähnlichen Geschwindigkeit nach vorn bewegt. Auch im Impel Down treffen sie sich, auch wenn beide aus komplett gegensätzlichen Gründen da sind. Was die beiden auf der Grand Line treiben, passiert also immer relativ orts- und zeitnah. Mit dem großen Unterschied, dass Ruffy ein relativ netter Pirat ist und Teach ein skrupelloses Arschloch ist. Seitdem Ruffy in See gestochen ist, hat Oda zeitgleich Blackbeard also genau dasselbe machen lassen. Nur als kompletten Gegensatz zu ihm. Und jetzt, meine lieben One Piece-Fans, frage ich euch, wozu sind Gegensätze eigentlich da? Ganz richtig, Gegensätze sind dazu da, um aufeinander zu prallen. Oda wird das den ganzen restlichen Manga über noch weiter so durchziehen. Er hat es vorher gemacht und wir wissen, dass Oda einen ganz genauen Plan für die Story von One Piece hat. Er wird das weiterhin so machen. Sie werden sich noch, also Ruffy und Blackbeard, werden sich noch ein, zweimal treffen auf der Grand Line. Sie werden nochmal aneinander geraten. Aber es sollte jetzt klar sein, dass am Ende des Weges, kurz vor der letzten Insel der Grand Line, jeweils nur Ruffy auf Blackbeard warten kann und Blackbeard auf Ruffy. Und genau deswegen wird Blackbeard Ruffys Endgegner. Ja, der ein oder andere sagt jetzt vielleicht, ja, das ist ja ganz schön, was du uns da jetzt erzählt hast, aber was mich viel mehr interessiert ist, was ist eigentlich mit Blackbeards Teufelskraft los? Wie funktioniert das Ding? Ich check das nicht. Wenn es davon doch nur ein gutes Video auf Deutsch geben würde, vorzugsweise mit einem bärtigen YouTuber. Freut euch also auf mein nächstes One Piece Video. Da erkläre ich euch dann nämlich, wie eigentlich genau Blackbeards Teufelsfrucht funktioniert und was es mit dieser genau auf sich hat. Ich verspreche euch auch, dass ihr nicht so lange darauf warten müsst wie auf dieses One Piece Video jetzt. Es sind ja jetzt Feiertage, da habe ich hoffentlich ein bisschen mehr Zeit, um Videos zu machen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich Haunse Baunse! Rewa! Yamita! Seha! Omae!
Anata kererzo, kaizoku ni, ore wa naru, zeha, kaikaku garu, ore no nakama ni naranei ka? Watashi o kodoku zumasu, donata, wakuwa ni ikimasu, tsuri ni kaizoku wa yume ga aru, zeha, zeha, kore wa watashi no YouTube 時代です! ゼッハハハハ! ゼッ